Recht herzlich willkommen zur 143. Folge von Stellaris. So, wir sind hier am Schauen, dass wir da unser Reich ausweiten etwas, damit wir hier zum Beispiel dieses noch kriegen, dieses System. Zurzeit ist das wohl noch nicht möglich. Gibt es Potenzial für unsere Planeten? Hm, 2a ist das Richtige. Achso, da können wir sogar so durchblättern. Sehr interessant. Und hier können wir noch nicht so kolonisieren, weil die Grenzen eines anderen Reichs das noch sind. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ja. Das ist ja hier unten. Wir müssten dann gucken, dass wir... Ist hier was? Nein, hier ist nichts, ne? Hier haben wir eine Welt, das ist klar. Hier wäre eine, die kriegen wir aber leider gerade nicht. Hier sind wir dran. Ne? Hier oben gibt es auch eine Welt. Und ist die einzigste. Die können wir mit 112 Punkten sogar locker machen. Ne? Wir haben auch 752. Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen. Um unser Reich einfach zu vergrößern. Ja, 45 ist immer gut, ne? Unabtätig, untätig, untätig im Orbit von Baidan. So, die sind schon alle da, ne? Kolonisieren wir, und zwar, wo? Da wäre vielleicht nicht schlecht. Ideal wäre, ne, da ist es hier keine Nahrung. Aber hier, da ist die Nahrung 2. Machen wir, ne? Okay, da ist was frei geworden. Neues Gebäude. Ist das hier der Dingens? Das Forschungsschiff? Ja. Das fliegt gleich noch weiter wahrscheinlich. Noch da. Da war das ja, ne? Neues Gebäude. Biolabor. Oh, das wollte ich jetzt noch gar nicht forschen. Na, jetzt ist zu spät. Jetzt machen wir es wohl, ne? Forschung ändern. Da geht's noch. Also, neues Gebäude, Biolabor. Gut. Anführer, Limit, plus 2. Das kann... Gletscher, wir hatten irgendwo Gletscher. Ich glaube, wir machen das. Weil irgendwo war so eine Welt, wo man dann... den Gletscher entfernen konnte, glaube ich, und dann sehr gut da erweitern konnte, ne? Das war nicht hier, ne? Ne, da ist auch kein zweiter. Es war woanders. Ne. Ne, das war kein Gletschergebirgszug. Da müssen wir gucken, dass wir das noch irgendwie erweitern hier, ne? Der war es auch nicht, ne? Nee. Wer weiß, wo die Gletscher sind. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Ist aber ja nicht schon wild. Kriegen wir noch hin, ne? Ja, ich bin gespannt, wann da was passiert. Anführer hat neue Stufe erreicht. Super. Hier wird, glaube ich, jetzt, ne? Die. Ah, da ist er. Okay, haben sie es geschafft. Super, oder? Und schon wächst da unser Reich. Und dann ist das hier auch wahrscheinlich bald relativ günstig zu übernehmen, ne? Oh, guck mal, das ist schon ganz günstig zu übernehmen. machen wir mal. Und zwar, lass die da anfangen. Die sind im Orbit von Baidan, steht da. Aber was bringt uns das, ne? So, da sind sie.
mal wieder rausfliegen. Und alles ist gut. Das wird kolonisiert. Vielleicht sollten die schon mal hierhin fliegen. Weil da ist noch eine Welt. Da weg. Na komm, da gehen wir mal auf die Karte, dann geht das auf jeden Fall. Ah, guck mal, hier sind die Gletscher gewesen. Da können wir die dann auch entfernen. Gehen erst dahin und dann ist alles gut, ne? Was macht das hier? 86. Zack. Könnte man sofort was machen, ne? Aber ist jetzt gerade unterwegs und deswegen geht es wahrscheinlich nicht. Ist das das? Könnte sein, ne? Also das wächst. Ah, die Grenze wird knapper, ne? Geht schon? Nein, geht noch nicht. Aber das ist auch noch nicht die richtige, ne? Das ist die richtige Welt. Das kriegen wir dann auch noch hin. So. Da sollte das auch werden dann. Machen wir ja schon. Wer ist das? Kenne ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir kolonisieren hier, ne? Ist das ein schwarzes Loch oder was ist das hier? Quiet Dark. Was war da noch nicht erkundet hat? Okay, was haben wir hier? System erkundet. Forschungsschiff, Ice Traveler. Da oben ist erkundet. Ja, ich denke mal, wir gehen dann mal hier hin, oder? Lass mal da weiter erkunden. Oh, jetzt hat es da auch schon einen Fleck gegeben. Das ist doch schon mal cool. Und irgendwann ist das hier auch soweit, ne? Ah, noch, das steht auch hier unten runter, sehe ich gerade, ne? Und das wird aber bald sich ändern, denke ich. Umso größer wir hier werden, ne? Ja, das war jetzt... Was ist das hier? Der Planet? Nein, ne? Das ist ja der. Ach so, da haben wir was gebaut. Bergbaustation, okay. Zwei, drei, vier. Der fünfte ist unterwegs. Das ist doch schon mal was. Und wenn die da sind, dann kann man ja auch wieder was ausbauen, ne? Rechte festlegen, verbessern, geht noch nichts. Da auch nicht. Da geht auch nicht. Steht denn da keine Verbesserung verfügbar? Okay. Läuft auf jeden Fall. Gut. Na guck mal, das ist hier schon... Wer ist denn da? Eine neutrale Flotte von denen... Das ist. Aber da ist nichts drin, ne? Also. Da können wir nichts machen, sagen wir es mal so. Ach, hier ist noch gar nicht erkundet, oder wie sehe ich das? Oder kann man da nichts erkunden? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Mal schauen. Hier sind unsere Flotten momentan. Traveler. Neutrale Flotte. Okay, läuft auf jeden Fall. Hier sind noch zwei Planeten, die sind aber nicht machbar. Gut. Ja, wir ziehen unser Reich so ein bisschen hier so im Bogen, ne? Wäre schön, wenn wir das mal flächiger kriegen, ne? Aber das wird wahrscheinlich sich schwierig gestalten. Okay.
da müssen wir gucken, wie das hier noch wird, ne? Also die drücken schon hier rein, ne? Während wir ja darüber drücken. Mindestens 40% sein, ja, das ist alles gut. Okay, was haben wir hier? Telda-Kristalle, okay. Haben wir die eigentlich über... Also überall ist klar nicht, ne, aber... Okay. Dann sollten wir das doch erforschen, oder? So, das hatten wir schon, ne? So, das läuft. Oh, Essen ist ganz schlecht, sehe ich gerade. Da haben wir wieder geschlafen, sozusagen. Mal gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Okay, was ist das hier denn eigentlich? Nichts Bewohnbares, also auch nicht interessant für uns im Moment. Ist es hier dunkler geworden oder vertue ich mich? Ne, hier oben war das so hell, alles klar. Ja. Ist immer noch. Das ist eine andere Flotte, ne? Ja. Okay, die haben auch mehr Schiffe stehen. Sieht dann nicht so aus, als ob wir da was ausrichten können im Moment. Guck mal, hier ist ein ganz schicker Planet wahrscheinlich auch wieder drin. Kann man nicht, weil, ne? Der Gegner da ist. Ach so, Administrative. Der Traveler fliegt hier rum, oder was? Warum ist jetzt hier so eine... Ah? Verstehe ich jetzt nicht. Warum die da jetzt so eine Flugroute da macht. Ach, wir haben ihr wahrscheinlich... Da unten das Erforschen gegeben und dann soll sie hier, die sind auf dem Rückweg, und dann sagt, soll sie das hier weitermachen. Alles klar, habe ich verstanden. Ja. Haben wir das schon? Jetzt ist die Frage, ob wir da schon ausgewählt haben. Tendenziell würde ich da sagen, ne? Und das ist wahrscheinlich noch nicht passiert. Dann machen wir das aber. Unser Reich muss da definitiv größer werden. Gut. Hier haben wir jetzt mehrere Flecken. Ich muss mal gucken, wo was geht. Hier geht es noch nicht. Ach, das ist hier. Das sind zwei Planeten so dicht beieinander, dass man das nicht sehen konnte. So sieht's aus. Aber da ist schon der Gegner und möchte da was machen. Ah, das ist nicht gut. Da müssen wir schauen, dass wir da weiter Fuß fassen. Gut. Verbündete Flotte. First Strike ist das. Ja. Hier unten ist was machbar, ne? Wie ist denn das mit dem Kolonisieren? 273 hätten wir sogar da, ne? Easy going. Ist noch ein bisschen weit weg, oder? Erstmal. Da gibt es eine primitive Rasse. Okay. Bewohnbarkeit 40%, ne? Tja.
Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. Das hier breitet sich noch ein bisschen aus, glaube. Was ist das? Okay, da ist einer gestorben dann wahrscheinlich. Machen wir mal hier oben, okay. Die sind schon am Forschen. Das würde bedeuten, wir brauchen einen neuen. Fachwissen Raketenbau. Staatskunst. Anpassungsfähig. Archäologe. Ah, das wäre jetzt jemand, der dann unterwegs sein könnte, ne? Tendenziell. Wen nehmen wir da? Das ist die jüngste Person, ne? Ein Stern haben sie sowieso alle. Komm. Rekrutiere die Dame da. Achso, da müssen wir auch natürlich das verfügbar da machen. Praktiziere die Staatskunst, ja. Die müsste dahin, ne? Neue Welten, Physik. Sozial, kann man das so tauschen? Nee, kann man nicht. Naja, okay. Aber die waren sowieso alle ziemlich alt, ne? Wo ist das Alter jetzt hier bei diesen Personen? Alter 80. Da sind wir jünger geworden. 39. Okay, das geht ja schon. Noch eine Person, die dann altersbedingt ausscheiden wird. Gut. Okay, hier geht's voran, da geht's voran. Hat sich schon so verbunden. Demnächst wird hier auch eine Verbindung sein. Und ja, schön wäre es dann noch hier, ne? Aber das ist noch nicht ganz. Vielleicht weitet sich das noch so weit aus, dass wir das hinkriegen. Das wäre ganz wichtig, dass wir diesen Planeten dann kriegen. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.